Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zwillinge, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für Oktober 2024. Für alle, die die Zwillinge als Sternzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wilma ist natürlich auch am Start. Die ganzen allgemeinen Infos findet ihr unten in der Infobox. Und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Wait-Tarot, dem Line-Art Lenormand und natürlich gibt es eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, und schon geht's los, meine Lieben, und wir schauen mal, welche Energien sich in dem Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit, Beruf, Berufung und Seelenbotschaft für euch zeigen mögen. So, ich lege erst alle Karten aus und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, schauen wir mal, was haben wir denn für die Zwillinge im Oktober im Feld? Im Bereich das ging schnell. Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit. Das Gericht. Okay, was haben wir im Bereich Beruf, Berufung für eine Energie im Feld? Für die Zwillinge. Welche Energie haben wir da für die Zwillinge? Das sind zu viele im Feld. Scheint beruflich ein bisschen drunter und drüber zu gehen, liebe Zwillinge. Schauen wir mal, was sich hier jetzt zeigen mag. Beruf, Berufung für die Zwillinge. Eine haben wir schon. Da haben wir den Ritter der Münzen. Okay, und was haben wir als Seelenbotschaft für die Zwillinge im Oktober? Da haben wir zu viele. So, ein bis zwei Karten bitte. Da haben wir so. Da haben sich zwei umgedreht. Wir haben den Wagen. Und den Ritter der Kelche. Verdeckte Energie haben wir, den Herrscher. Okay, also drei große Arkana-Karten, liebe Zwillinge. Das heißt, hier sind kraftvolle Energien für euch im Feld. Schauen wir mal, was das Lenormand noch ergänzt. Und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, was haben wir denn im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit. Eine haben wir. Da haben wir das Kreuz. Das sind zu viele. Die Schlange. Der Spiegel. Eine würde ich noch nehmen. Da hat sich was umgedreht. Nochmal das Kreuz und die Zusatzbotschaft der Fuchs. So, was haben wir im Bereich Beruf, Berufung für die Zwillinge für eine Energie im Feld? Da haben wir den Herrn, die Mäuse, da haben wir es, den Bär und den Park. Okay, und was haben wir als Seelenbotschaft für die Zwillinge? Der Stern. Ups. Die Dame. Die Lilien. So, eine würde ich noch nehmen. Das sind zu viele. So. Eine würde ich noch nehmen. Dankeschön. Und die Lupe. Okay. Verdeckte Energie der Reiter. So, liebe Zwillinge. Also, im Bereich Liebe, Familie, Freundschaft, Verbundenheit erreicht euch mit dem Gericht eine Art Weckruf. Das Gericht ist auch so, als ob ihr so ein Ultimatum am Laufen hättet. Ja? Als ob es hier so einen inneren Tag X gibt, an dem ihr in gewissen Dingen eine Entscheidung treffen wollt. Vielleicht auch einen Termin, auf den ihr schon länger wartet. Ne? Das Gericht ist immer so, sagt zum einen einen festen Termin aus, eine klare Entscheidung. Und diese Entscheidung, die
die müsst ihr treffen, weil ihr der gar nicht mehr ausweichen könnt mit dem Gericht. Ja, das ist sowas Unwiderrufliches. Und das ist auch etwas, wo ihr mit dem Gericht eben in eine Art Wiederauferstehung kommt. Ja, es ist eine der Engelkarten im Tarot. Und von dem her scheint es mir hier, dass ihr irgendeine alte Geschichte sowas auflöst. Ja, das habe ich hier auch liegen mit dem Kreuz und der Schlange. Also das Kreuz sagt ja immer, dass es etwas Schicksalhaftes ist. Es kann auf Belastungen hinweisen, auf Karmisches kann das Kreuz hinweisen. Ja, und wir sehen hier die Schlange. Also es gibt hier vielleicht Familienverwicklungen, ja, Komplikationen im familiären Bereich, die euch schon länger belasten und die hier mit dem Gericht so eine Art Wendepunkt, auf eine Art Wendepunkt für euch zulaufen. Und wir sehen auch weiterhin, dass ihr hier, wir haben den Spiegel und nochmal das Kreuz, dass ihr hier vielleicht auch oftmals extrem selbstkritisch mit euch wart. Ihr habt in den Spiegel geblickt, habt immer wieder gesagt, was ist mein Anteil dran? Ja, also so dieses, es kommt hier zu einer schicksalhaften Selbsterkenntnis, indem ihr in den Spiegel blickt. Und dadurch könnt ihr dann eben mit dem Fuchs eine neue Strategie entwickeln. Ja? Der Fuchs sagt auch immer dahin, wo die Schwanzspitze zeigt, dort liegt die Wahrheit und die Weisheit. Und wir sehen, dass diese Erkenntnis hier, ja, der Fuchs legt sich hier so dazu, die Schwanzspitze zeigt hier weg. Also diese schicksalhafte Selbsterkenntnis, die ihr im Laufe des Oktobers für euch erlangt, führt dazu, dass ihr eine familiäre Verstrickung lösen könnt und neue Wege beschreitet, vielleicht auch eine neue Sicht auf die Dinge habt und dadurch eurem Weg folgen könnt. Also sehr spannend, da bin ich wirklich neugierig, was ihr mir hier in die Kommentare gebt. Dann haben wir im beruflichen Bereich, da waren die Energien beim Mischeln ja sehr turbulent, so ein bisschen. Wir sehen aber mit dem Ritter der Münzen, dass der Oktober so eine sehr beständige Arbeitsenergie bringt. Ja? Der Ritter der Münzen ist einer der langsamsten, ist der langsamste Ritter, aber er ist auch der zuverlässige. Der ist manchmal auch so ein bisschen der Sturkopf, der Scheuklappen tragend einfach sein Ding macht. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge zu tun und das tut ihr auch beständig und ausdauernd, ja, aber es gäbe vielleicht Dinge, wo ihr manchmal, wie soll ich sagen, schneller oder effizienter sein könntet, wenn ihr eben auch mal nach links und nach rechts blickt, welche Möglichkeiten gibt es noch. Ich sehe, dass es in eurem beruflichen Umfeld jemanden gibt, der euch wichtig ist. Das kann durchaus eine männliche Person sein, denn ich habe hier den Herrn liegen. Und dieser wichtige Mensch, der hat mit den Mäusen, nagt an diesem Menschen etwas. Oder ihr habt hier einen Kollegen im Umfeld oder eine Kollegin, kann natürlich auch sein, Rollen können vertauscht sein, die an der etwas nagt, ja, also es gibt hier jemanden im beruflichen Umfeld, an dem nagt etwas und hier wird es im Oktober dazu kommen, dass entweder du oder dieser Mensch hier allen Mut aufbringt mit dem Bären und sich öffnet und über dieses nagende Thema, um das es hier geht, offen mit euch drüber spricht. Und auch das kann dann eben dazu führen, dass vielleicht eure Arbeitsweise in eine neue Form strukturiert wird. Nicht von heute auf morgen, aber wir sehen schon, dass mit dem Ritter der Münzen hier, ne, weil der ist zwar beständig und ausdauernd, aber manchmal ist auch der Ritter der Münzen das ist so eine gewisse Sturheit im Feld mit dem Ritter der Münzen. Ja, und ich glaube, also egal ob das jetzt dich betrifft oder eben diesen Kollegen im beruflichen Umfeld oder Kunden, mit dem du es zu tun hast. Also hier wird sich etwas verändern, indem entweder du oder dieser Mensch allen Mut zusammennimmt und sich auf einmal öffnet und darüber kommuniziert, was hier vielleicht verbessert werden kann. Gut.
Die Seelenbotschaft, da haben wir den Wagen und den Ritter der Kelche. Der Wagen ist die schnellste Energie im Tarot, ja, das ist die schnellste Karte. Und wir haben den Ritter der Kelche. Also, es kann hier wirklich spirituelle Seelenbotschaft, sehr schnelle Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse haben mit dem Ritter der Kelche, mit Friedensangeboten zu tun, mit Komplimenten, mit empathischen Äußerungen, positiven Zuspruch. Ja, ob ihr den jetzt gebt oder ob ihr den erhaltet, bleibt jetzt mal dahingestellt. Das dürft ihr gerne für euch selbst dann beurteilen. Aber wir sehen, dass ihr vielleicht mit dieser Kartenkombination im Oktober dazu aufgerufen seid, in eine schnellere, versöhnliche Energie zu gehen. Ja, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch manchmal ein bisschen nachtragender oder ja, dreht Dinge 5000 Mal auf links und sehr, ja, da müssen Dinge immer wieder gekäut werden. Und mir scheint es aber hier speziell darum zu kommen, dass man schneller in so eine Versöhnungsenergie kommt, dass man schneller auch mal eine Entschuldigung annehmen oder aussprechen kann, dass man hier schneller wieder in der Sicherheit ist und eben sagt, hey, ich will das hier wieder in friedliche Gewässer bringen. Und das kann wirklich mit diesem, gerade im liebestechnischen Bereich, wirklich auch so eine Entscheidung für euch sein, wo ihr sagt, hey, ich befriede hier jetzt so einige Dinge, weil ich weiß, dass wenn ich die Dinge schneller befriede, schneller wieder ausbalanciere oder in eine schöne Energie bringe, dass die Dinge dann für mich auch schneller wieder fließen und man hier eben nicht in ewigen Verwicklungen sich verheddert. Also, dazu ergänzt das Lenormand die Sterne und die Dame. Also, mit den Sternen geht es um Anerkennung. Hier geht es auch um spirituelle Botschaften, die euch erreichen. Das ist wie geistige Eingebungen, die ihr habt, ja, wo ihr wirklich so glasklar erkennt, okay, ich bin jetzt achtsam mit meiner Harmonie. Wir haben hier die Lupe mit Be Careful, also sei achtsam, und die Lilien, die für die Familie, für die Anziehungskraft, für die Leidenschaft, die Sexualität auch stehen können. Also wir sehen, dass die Seelenbotschaft für euch, ne, unterschrieben der Wagen und der Ritter der Kelche, wir bewegen uns Richtung Befrieden, Richtung Lieben, Richtung Komplimente, Richtung positiver, warmherziger Energien. Und das sehen wir eben auch hier. Das ist so eine klare Entscheidung von euch, dass ihr euch in Richtung Harmonie und Achtsamkeit bewegen wollt, damit alle erblühen können. Und da sehen wir verdeckte Energie, der Herrscher und die Kraft. Also hier kommt wirklich eine sehr powervolle Handlungsenergie rein. Ihr seid hier auch leidenschaftlich. Ihr wollt Verantwortung übernehmen. Ihr seid entscheidungsfreudig. Ihr seid kraftvoll. Das ist, ihr wollt hier vorankommen mit dem Reiter auch, ne? Also allgemein, ich nehme euch fast ein bisschen ungeduldig wahr, wo ihr, ne, hier läuft irgendwie ein innerer Countdown in euch, habe ich so das Gefühl. Und da wird der Tag X für euch kommen im Laufe des Oktobers, wo ihr dann irgendwann sagt, so, und jetzt wird hier, ja, nicht mehr nachtragend, Haken dahinter, weiter geht's, positiv, kraftvoll voranschreiten, ja, in der absoluten Klarheit, dass ich hier achtsam und harmonisch mein Leben leben möchte. Das ist so die Unterschrift. Jetzt schauen wir mal, welches Krafttier begleitet die Zwillinge. Und da haben wir die Ente. Wärmende Herzensliebe. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Ja, schöner kann was ja nicht zusammenfassen, ne? Das passt perfekt. Die Ente hier, diese Selbsterkenntnis, Herzenswärme, innere Geborgenheit und hier auch dieses Handeln im absoluten Befrieden, ja, mit dem Wagen und dem Ritter der Kelche, da unterstützt euch jetzt auch noch die Ente in ihrer wärmenden Herzensliebe. Sehr cool. So, und welche Rune begleitet die Zwillinge? Oh, die Hagalas. Die Hagalas ist der Hagel. Das ist so dieses
Ja, das war, ist vielleicht so diese alte Energie, die du noch kennst, wenn dann eben so Diskussionen sind oder ne, also eben nicht diese friedvolle, befriedende Energie, die man, die wir hier im Oktober bei dir wahrnehmen, sondern die Hagalas, das ist halt auch mal so, ja, da gibt es ein richtiges Gewitter, so einen richtigen Blitz und Donner und da fliegen auch mal die Fetzen, ja, und hier kommt mit der Hagalas aber auch eine Offenbarung. Und diese Offenbarung scheint mir für viele von euch Zwillinge dahingehend eben zu sein, dass dieser friedvolle, befriedende Ritter der Kelche, ja, wenn man schneller in diese Energie kommt, dass sich die Energien auch wesentlich schneller wieder ausgleichen, harmonisieren und somit ein Erblühen viel schneller möglich ist, als wenn man vielleicht noch Hagelkörner hinterher schmeißt, obwohl die Sache eigentlich schon besprochen wurde. Jo, spannende Legung. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare, liebe Zwillinge. Wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Ich sage vielen lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.